Das Treppenhaus. Hat ihr das da gemacht? Das habe ich gemacht, ja. Wow. Wie hast du das eigentlich drin? Klebestreifen. Cool. Bist du schon mal gewaschen? Nee, noch nicht. Ist sie angeschlossen? Ja. Cool. Und guck mal, das Kissen in der Badewanne. Ja, weiter geht's. Wow, die Küche ist so riesig. Das ist Bambusholz, ne? Ja. Und hier mit Kistchen. Das war so. Ich habe zwei von diesen Stühlen kaufen. Nee, den anderen kommt noch gemacht. Und guck mal den Kühlschrank an, der ist auch richtig groß von innen. Kurenje ist eine slowenische Marke. Die ist gut. Wow. Wow. Das ist. Das sieht ja so irgendwie nach Weihnachten aus. Feierlich und groß. Toll. Und der Ausblick ist auch schön, oder? Ja. Ja. Das habe ich heute zusammengebaut. Das ist eigentlich mein Nachttisch. Ja. Wo kommt dein Bett hin? In die Küche. Nein, da ist ja mein anderes Bett. Danke. Ja. Wir sind gerade auf dem Weg zum Flohmarkt und Papa weiß, wie man richtig handelt. Erzähl doch nochmal, Papa. Nein, ich traue mich jetzt nicht. Ah, komm. Also du musst jedenfalls ganz ernsthaft bleiben und wirklich niedrige Preise anbieten. Und wenn die nicht mitgehen, musst du fast schon beleidigt davongehen und so tun, als würdest du da gar nicht kaufen wollen. Und dann rennen sie einem hinterher, sagst du? So war das jedenfalls in Shanghai, ja. Es ist sehr sonnig, deswegen auch mein Outfit. Ja, man sieht gar nicht, dass ich rede, aber ihr wisst ja, das ist meine Stimme, das bin ich so mit. Das war meine Sonne. Wem gehört sie? Ja. Wir sind jetzt am Flohmarkt angekommen. Papa hat direkt bei einem Gewürzstand angehalten und Mama hofft, dass er sich nichts geholt hat. Na? Nichts gefunden? Doch, aber ich habe nicht genug Zeit. Ich habe gesagt, meine Damen wollen weiter. Ja, dazu. Wobei, Frauen, Tinder. Schon was getrunken von, hat ich glaube. Mit diesen grünen Löwen. Ja, das kann nicht sein. Ja. Cooles Taxi. Hey, Jenny ist calling. Der Blick ist hier was. Ach ja. Ach so, kann ich jetzt 20 Minuten hier schlummern, wenn ich darf? So aussieht, so ähnlich. Langsam sieht es hier immer bewohnter aus. Vor allem, wenn man in diesen Raum reingeht. Was du eine Lichterkette am Ende stellst. Bist du sicher? Nobody. Mama macht schon wieder deinen Platz an. Wow. 634,32 € ist das korrekt? Ja. So könnte es aussehen, wenn ich in meiner Hängematte liege. Leider haben wir nur einen Haken zur Befestigung, deswegen wird das heute noch nicht. Ich war gestern mit meinen Eltern so ein bisschen in der Stadt, in verschiedenen Läden. Wir haben schon so ein paar wichtige Sachen gekauft. Erst waren wir auf dem Flohmarkt, weil wir auch dachten, dass wir da vielleicht so Möbel oder so vielleicht kriegen könnten für weniger Geld. Da haben wir einmal diesen Apfelschneider. Ja, ich finde den ganz cool, der ist so aus Metall und trotzdem sehr scharf. Dann haben wir, ach, das war es ja schon, wir haben gar nichts mehr auf dem Flohmarkt gefunden. Das war ein bisschen ein Fail, wir haben irgendwie gar nichts gefunden außer dieses Teil. Dann waren wir bei einem schönen Laden namens Pilon, der ist glaube ich französisch und da gibt es immer so bunte Sachen. Der teuer einmal diesen Stift. Bisschen unnötig, aber ich fand den richtig cool. Dann ein Untersetzer in Form von einer Schaltplatte. Sieht so aus. Also da kann man halt so Töpfe draufstellen, damit der Tisch nicht anbrennt. Dann diesen Tortenheber, aber es ist auch so eine Art Messer gleichzeitig. Oder für Pizza oder so. Zu dem gleichen Design habe ich nämlich noch eine Küchenwaage gekauft. Okay, eigentlich ist es nicht so spannend, es ist halt eine Küchenwaage mit diesem Muster. Dann zwei, drei Dinge.
diesen richtig süßen Zuckerstreuer. Kommt das dann raus? Fand ich sehr cute. Dann diese Schere. Die hätte ich schon in Frankreich einmal gesehen in dem Laden und wollte die unbedingt kaufen, aber die war sehr teuer. Das habe ich sie mir gekauft. Finde ich auch nochmal cool. So als Küchenschere oder auch generell als Schere. Und noch ein Handtuch. Und zwar ist das so ein Mikrofaserhandtuch. Von einer Seite ist es einfach nur hellblau und von anderen Seite sind so Fische und so. Ja, das hält ganz gut für die Haare, damit sie nicht so kaputt gehen. Mikrofaser wollte ich mir eh holen. Und es trocknet halt auch schneller, aber es ist sehr klein und leicht, kann man auch gut auf Reisen mitnehmen. So eine Werbung. Dann waren wir bei HEMA. Das ist eigentlich, glaube ich, so ein, weiß gar nicht, die kommt durchaus aus den Niederlanden oder so. Auf jeden Fall gibt es eigentlich immer sehr günstige Sachen. Ich habe auch gar nicht gedacht, dass es so viele Küchensachen gibt. Dann haben wir diese Auflaufform. Und dann ganz viel Geschirr. Also ich habe einmal zwei Teller genommen. Sehen so aus. Und ich finde, ich habe das Gefühl, in letzter Zeit sind diese Teller voll modern, so mit so Mustern innen. Aber die sind oft richtig teuer, aber bei HEMA waren die gar nicht teuer. Also ich glaube, einer kostete vielleicht 6 Euro oder so oder 4 Euro, ich weiß nicht mehr genau. Noch diese Schale, auch mit diesem Style, dann noch gleich noch in Blau. Dann diese Tasse. Und noch zwei von denen hier, einfach so als Kaffeebecher oder so, passt halt ganz gut zu meiner Küche, weil die auch gelb ist. Und dann habe ich noch 4 von solchen Gläsern, die sind aus recyceltem Glas. Ich finde, das sieht irgendwie cooler aus als so normale Gläser. Nicht so spießig. Und das hier habe ich noch gleich ausgepackt. Ach man, das sind so 2 Mini-Töpfchen. Ich könnte mir das richtig gut so als Dessert-Schüsselchen vorstellen oder auch generell für so Obst oder Müsli. Dann waren wir noch in einem anderen kleinen Laden, der war sehr teuer, aber man merkt schon noch ein bisschen den Unterschied. Das ist halt auch so handgefertigt und richtig schön, finde ich. Dann waren wir noch in einem Plattenladen. Ich habe zwar noch keinen Plattenspieler, ich möchte mir unbedingt einen kaufen. Und ja, diese Platte, er meinte auch, die ist richtig selten und er hat uns noch Rabatt gegeben und das ist halt mein Lieblingsfilm. Deswegen haben wir die gekauft. Dann waren wir in einem kleinen Laden, der hieß La Maison de Lisa oder so. Und da habe ich einmal Salz- und Pfefferstreuer geholt und also mit diesen Wandhaken, so für Handtücher oder so oder irgendwas. Dann waren wir noch bei Butlers, da habe ich einmal so Salatbesteck und eine Salatschüssel. Eigentlich wollte ich die auch in Gelb, aber die in Gelb waren alle kaputt, deswegen habe ich in Rosa genommen. Dann noch so ein Teil für Geschirrtücher oder generell einfach so Haken an der Wand für die Küche, ist ganz praktisch. Und so verschiedene Sachen dranhängen. Einen Kochlöffel, weil ich keinen hatte. Und auch so eine Schüssel für, keine Ahnung, zum Beispiel, Mama erklärt, wenn ich Salat hier gemacht habe und der dann noch übrig ist, kann ich ihn da eintun im Küchengestell. Das war's. Hält das jetzt schon? Ja. Dieser Moment, wenn deine Haare einfach die gleiche Farbe haben wie deine Hose, aber deine Hose ist grün. Wir haben hier lecker Baumkuchen aus Wien. Manche haben es auch mit Schokolade genommen, aber die Veganer unter uns haben es halt ohne Schokolade genommen. Es ist wirklich zu hoch. Es ist wirklich zu einer Lügner. Ich werde da unten eine Kommentare, wenn ich das aufkläre. Bei diesem Laden, Hefi, haben wir uns das übrigens geholt und als wir kamen, war einfach fast keine Schlange. Naja, schon. Oh, ihr seid so blöd, wirklich. Naja, aber als wir dann... Aber als wir dran waren, war gar keine Schlange. Und jetzt ist es einfach so voll. Wenn Kinder etwas mit Schokolade essen. Ciao, ciao. Wir machen uns jetzt auf den Weg in den Auergarten. Correct me if I'm wrong. In den Auergarten. Augarten. Um einen Holzstamm oder auch nur Ast zu suchen, wo ich meine Kleider, also was ich als meine Kleiderstange nutzen kann. Wir haben jetzt hier eine Stelle gefunden, wo relativ viele Äste liegen. Allerdings sehen die auch ein bisschen morsch aus. Aber wir gucken uns das mal genauer an. Wir haben jetzt schon mal diesen hier gefunden.
Und ich finde den auch eigentlich ganz gut. Ich bin gerade erst aufgewacht und ich habe schon zwei Dinge gemacht, auf die ich eigentlich gar keine Lust hatte. Deswegen bin ich sehr stolz auf mich. Und zwar habe ich beim Telekom, bei Telekom angerufen und beim Lost and Found Center. Leider wurde meine Gitarre immer noch nicht gefunden. Aber ich konnte meinen WLAN-Termin verschieben. Und gleich muss ich eine Matratze kaufen gehen. Aber habe ich auch keine Lust. Und morgen beginnt die Uni. Erster Tag. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin endlich fertig. Übrigens, ich habe das von einem Totenbaum abgesägt, also keine Sorge. Ich bin jetzt wieder zu Hause und leider war es sehr unerfolgreich im Matratzenladen, weil es einfach keine guten Matratzen gab. Also wenn ihr eine Matratze haben wollt und nicht so viel Geld zahlen wollt, kann ich euch nicht empfehlen, die vor Ort zu kaufen, sondern würde es lieber bestellen. Also ich habe jetzt eine bestellt und ich weiß auch nicht, wie gut die Qualität ist. Ich hoffe nicht allzu schlecht, die kostet jetzt halt 100 Euro und im Laden hätten die so 700 Euro gekostet, die sie noch vorrätig hatten. Deswegen war ein bisschen zu viel, aber ja. Und auf dem Weg dahin hat sich so ein kleines Mädchen neben mich gesetzt und irgendwie, ich bin immer richtig überfordert mit Kindern. Ich weiß irgendwie nicht, wenn die auch so klein sind, die war vielleicht so 4 Jahre alt oder so, wie man so mit denen reden soll oder was man tun soll. Ich bin voll schlecht, so da drin dann einfach so nett zu sein oder so. Weil sie saß ja eigentlich so bei ihrem Vater und dann hat sie so auf mich gezeigt, irgendwas gesagt und dann hat sie sich neben mich gesetzt. Und dann war ich so, sie hat mich so richtig süß angeguckt und so gelächelt und so, ich war so... Hallo, und sie war auch so, hi. Aber dann war ich auch schon so, was soll ich sagen? Aber ich wollte jetzt auch irgendwie nicht so, keine Ahnung, irgendwelche Fragen stellen. Das wäre wahrscheinlich so das Beste gewesen. Aber ich wollte nicht so pädophil rüberkommen, dass ich so bin, so, na, wo fährst du denn hin oder so? Und ja, habe ich sie irgendwann gefragt, wie sie heißt. Und dann stellte sich raus, dass sie gar kein Deutsch konnte. Aber ja, sie war trotzdem sehr süß. Und es war irgendwie lieb, dass sie sich neben mich setzen wollte oder was auch getan hat. Und dann bin ich nochmal in Augarten gegangen und habe mir jetzt meinen Stock abgesägt, weil gestern hatten wir nur einen gefunden, der nicht ganz optimal nach meinen Wunschvorstellungen war. Jetzt habe ich einen anderen, den musste ich halt erstmal so absägen und irgendwie fühlte sich das auch ein bisschen illegal an. Aber ja, jetzt kann ich morgen vielleicht meine Kleiderstange schon bauen, wenn der Haken da ist. Und es fühlt sich irgendwie so lustig an. Ich hatte die ganze Zeit so, weil ich hatte mir im Matratzenladen noch eine Decke und ein Kissen gekauft, hatte ich das die ganze Zeit so, musste ich so tragen wie so. Und ich fühlte mich jetzt, wenn ich so zum Büro fahre und eine Aktentasche und so in meiner Hand hatte. Ich habe die Dinger zum Tragen so in diese Schale gestellt. Aber ich finde sie irgendwie voll süß. Es passt alles voll zusammen von den Farben her. Oder vielleicht auch nicht. Wir schauen jetzt die Serie Squid Game weiter. Kennen wahrscheinlich auch viele schon. Also sie ist sehr cool. Und wir essen jetzt unsere Pizza, die so scharf ist, dass wir dazu definitiv Milch brauchen. Und im nächsten Video seht ihr dann wirklich endlich meine erste Uni-Woche, meinen etwas failigen ersten Unitag. Und ja, wie meine Möbel ankommen, ich anfange meine Wohnung richtig einzurichten, es aufzubauen und halt einfach so meinen Lifestyle.